Ja, hallo zusammen. Schön, dass so viele noch gekommen sind zu dieser späten Stunde. Ihr hattet bestimmt alle schon einen langen Tag bei der Konferenz. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Und ich werde heute das Konzept Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff dazu nutzen, um ja, quasi eine Kontrastfolie aufzubauen, um über die größere Frage nachzudenken, welche Erzählung der digitalen Wirtschaft eine sozial-ökologische Transformation braucht. Und damit wir ein bisschen unvoreingenommen starten können und damit ihr auch ein bisschen in das Thema reinkommt, würde ich euch bitten, erstmal euch selber kurz Gedanken zu machen, was ihr sagen würdet, welche Elemente so eine Erzählung der digitalen Wirtschaft enthalten sollte, damit diese Erzählung zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen kann. Und ja, könnt euch gerne kurz ein Notizbuch nehmen oder so und eure Ideen aufschreiben. Für eine Minute in Einzelarbeit und dann könnt ihr euch mit euren SitznachbarInnen gerne kurz austauschen. Aber versucht wirklich erstmal alleine drüber nachzudenken. Ist natürlich eine große Frage, aber das hilft uns nachher auch, Shoshana Zuboffs Erzählung besser einordnen zu können. Könnt ihr gerne auch mit euren SitznachbarInnen sprechen. Dreht euch einfach um. Und ja. Wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, also keine Angst, ihr könnt die Punkte, die ihr jetzt gesammelt habt, dann gerne nachher dafür nutzen, um zu sagen, wo vielleicht Unterschiede sind zu Shoshana Zuboffs Erzählung. Diesen Vortrag heute habe ich in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die ersten 20 Minuten werde ich versuchen, Shoshana Zuboffs Erzählung der digitalen Wirtschaft möglichst einfach verständlich einmal zusammenzufassen. Werde dabei auf die, einmal kurz sagen, aus welcher Perspektive sie eigentlich spricht, wie ihrer Ansicht nach dieser Überwachungskapitalismus entstanden ist. Werde ihre Probleme und politische Forderungen, die sie stellt, einmal darstellen. Dann im zweiten Teil des Vortrags werden wir auch gemeinsam überlegen, inwiefern ihr Buch oder dieses Konzept Überwachungskapitalismus einen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation bieten kann, und werden uns da Stärkengrenzen und blinde Flecken angucken. das ist die gute Frau. Ihr Buch war ja ziemlich einflussreich, besonders in Europa und Deutschland auch.
wird mittlerweile in fast jeder digitalisierungskritischen Diskussion irgendwie aufgebracht. Zumindest das Konzept Überwachungskapitalismus. Shoshana Zuboff ist Sozialpsychologin, Professorin an der Harvard Business School und sie wird oft als marxistische Denkerin dargestellt, aber wie wir vielleicht nachher auch sehen werden, ist das nicht unbedingt der Fall. Und in ihrem Buch Überwachungskapitalismus baut sie auf Interviews und Earnings Calls und Ansprachen, Tagungen, Unternehmensprogramme und Praktiken von großen Big Tech Unternehmen, vor allen Dingen Facebook, Google und Microsoft auf. Hat Interviews, also qualitative Interviews durchgeführt mit zig, vor allen Dingen DatenwissenschaftlerInnen in diesen Unternehmen und das Ganze mit dem Ziel getan, um eine neue Logik und ihre Operation zu kartieren. Sie sagt nämlich, dass seit der Jahrtausendwende das Internet in eine neue Phase übergegangen ist, in der ganz neue Logiken präsent sind, die gar nicht zu vergleichen sind mit irgendwas, was wir davor gesehen haben, und dass wir deshalb ihr Werk brauchen, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Okay, also wie beschreibt sie die Entstehung des Überwachungskapitalismus? Sie sagt, dass der Überwachungskapitalismus entstanden ist bei Google und in den Anfangsjahren nach der Google-Gründung hatte Google allerdings noch kein überwachungskapitalistisches Geschäftsmodell, sondern dabei ging es vor allen Dingen darum, dass NutzerInnen möglichst gute Suchergebnisse angezeigt bekommen, also so quasi Webcrawler gebastelt, die Suchergebnisse listen von Webseiten aus dem Internet. Und dabei entstanden natürlich viele Daten, aber diese Daten waren vor allen Dingen Datenabgase und nur ein kleiner Teil dieser Daten wurde, und das war die große Innovation von Google, dafür verwendet, die Suchergebnisse noch besser zu machen. Also wurden in ein rekursives Lernsystem eingeführt, die wiederum die Suchergebnisse verbessern, sodass je mehr NutzerInnen auf Google als Suchmaschine nutzen, so besser kann zum Beispiel gesehen werden, wie oft auf welche Suchergebnisse geklickt wird, die dann wiederum höher gerankt werden können und so weiter. Also ziemlich simples System, zu der Zeit aber relativ groundbreaking. Und Shoshana Zuboff nennt das den Verhaltenswert Reinvestitionszyklus. Ich glaube, besser passt das Wort oder der Begriff nutzerinnenorientierter Kapitalismus. Aber darauf kommen wir später nochmal. Genau, also das war Googles Operation vor dem Dotcom-Crash, der dann später kommt. Darauf gehe ich dann auch nochmal ein. Zunächst aber zur Frage, warum konnten sich eigentlich diese neuen digitalen Services so krass ausbreiten zu dieser Zeit? Und da sagt sie, dass sie auf ein Milieu oder eine Krise der Moderne, oder dass diese Geschäftsmodelle in eine Krise der Moderne gefallen sind, in der es vor allen Dingen Vertrauensverlust zwischen Menschen, von Vereinzelung, Einsamkeit geprägt war und dass diese neuen digitalen Services diese neuen Bedürfnisse der Zugehörigkeit ganz gut erfüllen konnten oder zumindest ein Gefühl geben konnten von Verbundensein, von schnellem Zugang zu Informationen und so weiter. Genau, also ihre Erzählung ist, Google war ziemlich gut darin, die neu entstandenen Bedürfnisse aus der Krise der zweiten Moderne zu befriedigen.
wie ich vorhin gesagt habe, in diesen ersten Operationen gab es noch nicht wirklich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, weil es wurde keine Werbung gestaltet und es wurden auch keine Lizenzen verlangt, weil bei Werbung die Idee war, dass die Werbung die Suchergebnisse verfälschen würde und dadurch die ganze Konkurrenzfähigkeit dieser Suchmaschine den Bach runtergehen würde. Und Lizenzen sollten auch nicht verwendet werden, weil Google ja dann für etwas Geld verlangen würde, wofür sie selber nichts bezahlt haben. Also sie listen ja Inhalte von Leuten, die das produziert haben, die sie nicht bezahlen. Und würden sie jetzt eine Lizenzgebühr von Leuten verlangen, die Google verwenden, dann wäre das quasi ein Ungleichgewicht. Und so wie man hier sieht, im Jahr 2000 gab es so einen Peak der Investitionen in vor allen Dingen in digitale Geschäftsmodelle im Silicon Valley, aber dann einen krassen Vertrauensverlust und eine Wirtschaftskrise, die ihr Epizentrum im Silicon Valley hatte und wo massenweise Internetunternehmen pleite gegangen sind und eben auch Google stand vor der Gefahr, dass Investitionen abgezogen werden und Google nicht mehr überleben könnte. Und laut Shoshana Zuboffs Erzählung war genau das der Punkt, an dem der Überwachungskapitalismus erfunden wurde. Ja. So, wie sah der jetzt aus, dieser Überwachungskapitalismus? Laut Zuboff hat diese Wirtschaftskrise dazu geführt, dass die ursprüngliche Abneigung der Google-Gründer aufgegeben wurde und gleichzeitig aber gesagt wurde, dass wenn sie schon Werbung schalten, um irgendwie wirtschaftlich überleben zu können, dann sollte die Werbung wenigstens möglichst relevant sein. Und deshalb haben sie versucht, Werbung möglichst nicht nur an die Suchanfragen zu knüpfen, sondern auch an die Individuen zu knüpfen. Also es wurde versucht zu errechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Person auf eine bestimmte Werbeanzeige klicken würde. Je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, wurde diese Werbung dann an dieses bestimmte Individuum angezeigt. Was also verkauft wurde, ab diesem Zeitpunkt waren in Zuboffs Terminologie Vorhersageprodukte. Und um diese Vorhersageprodukte möglichst genau zu machen, braucht es auch ein neues Produktionsmittel. Und das nennt sie Maschinenintelligenz. Und ein kritischer Faktor, um die Vorhersagen menschlichen Verhaltens möglichst genau zu machen, sind eben Daten, die in die Maschinenintelligenz eingefüttert oder mit der die Maschinenintelligenz trainiert werden kann. Und deshalb wurden diese Datenabgase quasi neu geboren als Verhaltensüberschuss. Also Verhaltensdaten wurden plötzlich der Rohstoff, mit dem Vorhersagen immer präziser gemacht werden können. Die Vorhersageprodukte, also ursprünglich noch die Vorhersagen von Klickraten, wurden dann auf Märkten für künftiges Verhalten gehandelt, also an Werbekunden, Kundinnen verkauft. Und je genauer die Vorhersagen waren, desto höher würden auch die Überwachungserträge, so nennt sie das, sein, weil die Werbekunden, Kundinnen bereit sind, mehr zu zahlen, wenn schon klar ist, dass die Werbung mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit angeklickt wird. Genau. Ein Teil dieser Überwachungserträge wird dann an Shareholder ausgezahlt, ein anderer Teil
wird reinvestiert in die Versorgung mit neuem Verhaltensüberschuss. Also zum Beispiel kauft dann Facebook Instagram oder Google führt Google Gmail ein oder so. Also genau, es geht quasi, alle Reinvestitionen gehen da rein, möglichst viel Verhaltensüberschuss zu generieren. Mit dem dann wiederum Maschinenintelligenz trainiert werden kann, um Vorhersagen genauer zu machen und so weiter. Und dieser Teil, der hier grau umrandet ist, der ist für die UserInnen nicht sichtbar. Und das ist auch ein kritischer Produktionsfaktor im Überwachungskapitalismus, dass diese Operation möglichst von der breiten Bevölkerung oder der User nicht verstanden werden, laut Zuboff. Okay, nochmal kurz Zusammenfassung bis hierhin. Dieser untere Teil nennt Zuboff den Verhaltenswert-Reinvestitionszyklus. Ich nenne das nutzerinnenorientierten Kapitalismus, in dem das Gleichgewicht zwischen Usern oder NutzerInnen und den digitalen Unternehmen noch balanciert ist, weil NutzerInnen geben zwar ihre Daten ab oder die Daten von NutzerInnen werden zwar benutzt, allerdings werden sie nur dafür benutzt, um die Services für die NutzerInnen zu verbessern. Ja, und in Zuboffs Welt ist damit eigentlich alles noch in Ordnung. Problematisch ist laut Zuboff der obere Teil, dieser Überwachungskapitalismus, in dem Überwachung zum kritischen Faktor wird, um Profit zu generieren. Und also dieser Überwachungskapitalismus wurde 2001 um den Dreh erfunden, in der wirtschaftlicher Not, und seitdem hat er sich stetig ausgebreitet und dominiert mittlerweile den nutzerinnenorientierten Kapitalismus. Also Services werden nicht mehr produziert oder auch andere Produkte, um den Usern zu nutzen, sondern um Überwachungserträge zu generieren und um Verhaltensüberschuss zu sammeln. Also zum Beispiel in dieser neuen Logik des Überwachungskapitalismus werden auch Autos nicht mehr produziert, damit sie Menschen von A nach B fahren können, sondern sie werden produziert, weil sie die Infrastruktur bieten können, in denen Verhaltensdaten gesammelt werden können. Und weil sie die Infrastruktur bieten können, um auch Verhalten modifizieren zu können. Aber darauf kommen wir gleich nochmal. Eine Kernaussage von Zuboff ist, dass es im Überwachungskapitalismus verschiedene Imperative gibt, die dominant sind und die quasi bestimmen, wohin sich die digitale Wirtschaft zukünftig entwickeln wird und welche Unternehmen überleben und welche Unternehmen nicht überleben. Das ist einmal der Vorhersageimperativ. Das haben wir gerade schon recht ausführlich besprochen. Und ich finde, dieses Zitat von einem von Zuboffs Interviewees trifft es ganz gut oder illustriert es ganz schön. Die akkurate Schätzung von Klickraten bei Werbeanzeigen hat eine entscheidende Auswirkung auf die Erträge eines Suchgeschäfts. Schon eine Verbesserung der Genauigkeit von 0,1% bei unserer Produktion würde Hunderte von Millionen Dollar an zusätzlichen Erträgen generieren. Also das zeigt, finde ich schön, dass was auch für ein Investitionspotenzial plötzlich in diesem überwachungskapitalistischen Modell generiert wird, weil schon eine winzig kleine Verbesserung der Vorhersagefähigkeiten zu Erträgen von Hunderten von Millionen Euro führt. Also dieses Geld kann natürlich dann daran investiert werden, möglichst genaue Vorhersagen zu produzieren. Und dabei richtet sich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Intelligenz der Maschine oder die Vorhersagekraft
Ja, Maschinenintelligenz, das sind verschiedene Technologien wie Natural Language Processing oder Ranking-Systeme oder so. Die richtet sich danach, mit wie viel Daten sie produziert wird. Und deshalb gibt es, nicht produziert, sondern trainiert. Und deshalb gibt es einen zweiten Imperativ, den nennt sie den Extraktionsimperativ. Das heißt, dass es einen wirtschaftlichen Druck gibt, möglichst viele Daten zu extrahieren. Und dabei gibt es Massenvorteile, also es geht darum, einfach möglichst Massen zu haben, aber auch Diversifikationsvorteile. Also es geht nicht nur darum, von möglichst vielen Personen oder möglichst viele Daten, sondern auch, dass diese Daten besonders aussagekräftig sind und verschiedene Lebensbereiche abdecken. Also zum Beispiel auch die Emotionen oder den Gesichtsausdruck oder die Sprache oder da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, umfasst. Und ein dritter, sehr entscheidender Vorteil im Überwachungskapitalismus laut Zuboff sind Aktionsvorteile. Also es wurde herausgefunden, dass sich Verhalten am besten vorhersagen lässt, nicht nur indem man passiv guckt, was machen die Menschen, sondern indem aktiv eingegriffen wird, um Verhalten an bestimmten Punkten zu verändern. Zum Beispiel durch Likes, wo dann plötzlich das Handy anfängt zu pingen und du da drauf guckst oder so. Das wäre eine sehr simple Weise. Okay, wieder eine kurze Zusammenfassung. Das erste große Problem, was Shoshana Zuboff in ihrem Buch aufzeigt, ist das Problem, dass Daten nicht mehr den User nutzen, sondern der Verhaltensmodifikation und dass Produkte deshalb produziert werden als Überwachungsinfrastruktur und Mittel der Verhaltensmodifikation. Also alles, was wir uns vorstellen können, wird plötzlich bekommt im Überwachungskapitalismus plötzlich diese ganz neue Bedeutung. Ja, was steht jetzt auf dem Spiel, laut Zuboff? Und ich finde, da macht sie so ein sehr einprägsames Bild auf, was auch ganz gut zu dieser Konferenz hier passt. Und zwar, dass im Industriekapitalismus noch, dass der Industriekapitalismus so krass wachsen konnte oder so krasse Wachstumsmärkte schaffen konnte, weil er darauf aufgebaut hat, dass die Natur vereinnahmt wurde, dass zum Beispiel riesige Ressourcen abgebaut wurden. Die digitale Wirtschaft im Gegensatz dazu floriert, weil sie die menschliche Natur einnimmt. Und dafür habe ich jetzt einfach mal drei Beispiele aus Ihrem Buch rausgenommen. Und zwar die Vereinnahmung von Empathie, der menschlichen Fähigkeit, Entscheidungen zu finden und des menschlichen Bedürfnisses nach Teilhabe. Und wie Empathie zum Beispiel vereinnahmt wird, zeigt sich ganz gut an einem Paper, was Facebook selber veröffentlicht hat, das mit dem Titel Experimentelle Beweise für massive emotionale Ansteckung durch soziale Medien. Und dabei wurden fast 700.000 NutzerInnen genutzt, um die Frage zu beantworten, ob unterschwellige Begegnungen mit emotionsgeladenem Content jemanden dazu veranlassen können, sein Postingverhalten dahingehend zu verändern, dass es diesen Content reflektiert. Und diese fast 700.000 Menschen wurden
in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal eine Gruppe, die nur negative Posts in ihrer Timeline zu sehen bekam und eine Gruppe, die nur positive Posts zu sehen bekam. Und dann hat man herausgefunden, dass nach einer gewissen Zeit das eigene Postingverhalten diesen Emotionen, die mit dem Content vermittelt wurden, reflektiert. Genauso bei den negativen. Und ja, das ist nur ein Beispiel dafür, wie Facebook immer wieder automatisiert Experimente durchführt, um diese Aussagekraft von Vorhersagen zu verbessern. Und bei dem Experiment wurde auch herausgefunden, dass die Menschen, die als besonders empathisch vorher schon eingestuft wurden, besonders sensibel für diese Art von Verhaltensbeeinflussung sind. Dann ein zweites Experiment, was Facebook in Nature veröffentlicht hat, 2012 durchgeführt im Vorfeld der amerikanischen Kongresswahlen. Da wurden die Feeds von 61 Millionen NutzerInnen manipuliert und es wurde geguckt, wie das Wahlverhalten sich verändert, je nachdem, was die Leute angezeigt bekommen. Und diese Gruppe wurde in drei Untergruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat hier unten in ihrer Timeline Bilder von FreundInnen angezeigt bekommen, die schon wählen gegangen sind, zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, die ihr da seht. Und die andere Gruppe hat diese Bilder nicht angezeigt bekommen und dann gab es noch eine weitere dritte Gruppe, die als Kontrollgruppe keine speziellen Messages angezeigt bekommen hat. Und dabei wurde herausgefunden, dass die Gruppe, die diese Social Messages bekommen hat, also die mit den Bildern, mit 2% höherer Wahrscheinlichkeit den Ich habe gewählt-Button drückt als die Information- und Message-Gruppe. Das klingt erstmal nicht so viel, aber bei so vielen Menschen hat es dann schon 340.000 zusätzliche Stimmen in den Kongresswahlen in den USA 2010 generiert. Haben Sie nur den Button gedrückt oder haben Sie? Ja, das ist die Frage. Ja. Ja, weiß man natürlich nicht. Genau. Also das zeigt, finde ich, ganz schön, wie allein dadurch, dass manche Dinge gar nicht angezeigt werden, Verhalten beeinflusst werden kann. Dann die Vereinnahmung des Wunsches nach Teilhabe. Da macht Zuboff so ein sehr schönes Bild einer Kopplungsschleife auf, die sich immer enger zieht. Und hier sehen wir in Blau die ganzen Dinge, die für User sichtbar sind und in Schwarz, die nicht sichtbar sind. Und sie sagt, dass viele Menschen auf soziale Medien gehen oder überwachungskapitalistische Services nutzen, aus einem Wunsch nach Teilhaben, nach sozialer Teilhabe heraus. Und das führt zur Nutzung zum Beispiel von Instagram, was dann auf der anderen Seite, auf überwachungskapitalistischer Seite, zu einer Verdichtung der User Profile Information führt. Also von jedem User wird Profil angelegt mit allen möglichen Informationen, die wiederum dafür genutzt werden, Social Relevance Scores zu erstellen, die jedem potenziellen Post zugerechnet werden, der potenziell auf der Timeline angezeigt werden könnte. Also zum Beispiel Posts von Freunden, von gelikten Seiten oder auch ganz andere Posts von irgendwelchen random Influencern. Und dabei, also dieser Social Relevance Score zeigt an, ob dieser Post jetzt sichtbar werden sollte auf der Timeline oder nicht. Und dabei spielen laut Zuboff zwei Faktoren eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite wird berechnet, welche Posts solche Emotionen mit höchster Wahrscheinlichkeit hervorrufen werden,
die dazu führt, dass die Person etwas tut, wofür Dritte bezahlt haben. Und der zweite große Faktor ist, dass natürlich versucht wird, die Leute möglichst lang auf der jeweiligen Plattform zu halten. Und das wird erreicht über Design, was das kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr auf Instagram scrollt oder so. Dass ihr irgendwie alles vergesst drumherum und plötzlich eine halbe Stunde umgehen kann oder 3 Stunden, ohne dass ihr es merkt. Und ja, durch periodische Dopaminschübe, zum Beispiel durch Likes und so weiter. Je besser diese Social Relevance Scores werden, desto suchtauslösender wird also auch werden auch die Feeds, die angezeigt werden, was dann wiederum zu weniger Zeit für Persönlichkeitsentwicklung führt. Also nicht nur Karriereentwicklung, sondern auch, Hannah Arendt nennt das so schön, das Zurückgeworfensein auf sich selber, also diese Konversation mit sich selbst, die verloren geht. Und dadurch verändert sich auch der Blick, wie ich mich selber wahrnehme, von außen nach innen. Also sie gibt da das Beispiel von einem 13-jährigen Mädchen, was ihren eigenen Geburtstag daran bewertet, wie viele Likes sie für die Fotos bekommen hat. Und was dann wiederum dazu führt, dass sich das Gefühl von Einsamkeit nur noch erhöht und die Unfähigkeit, alleine zu sein, ansteigt, was dann wiederum zu einem noch stärkeren Verlangen nach der Bestätigung des sozialen Spiegels führt. Also der soziale Spiegel als Big Other, die anonyme Masse, die im Internet Leute bewertet und dann wiederum zum Gefühl von sozialer Verbundenheit, Anerkennung, sozialer Teilhabe führt und so weiter. Genau, und so schließt sich das wird dann wiederum zu einer erhöhten Nutzung von den Diensten, was dann wiederum die Profile Information verdichtet, die Social Relevance Scores verdichtet und so weiter. Ja? Ein Facebook-Paper meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, das hat jetzt auch einen anderen Namen bekommen. Das ist noch der Name, den Zuwurf gegeben hat. Die Social Relevance Scores heißen jetzt irgendwie anders, habe ich vergessen. Ja. Es gibt ja auch gleichzeitig einen paradoxen Gegentrend. Und zwar mittlerweile haben ja Google und auch Apple praktisch Digital Health Apps eingeführt, die augenscheinlich genau dagegen. Ja. 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 Du könntest da anfangen zu arbeiten. Okay, ich würde gleich nochmal in Fragerunde gehen, sonst dauert es hier zu lange. Oh, wir sind schon. Okay. Genau, das war die Zusammenfassung der Art und Weise, wie die menschliche Natur vom Überwachungskapitalismus vereinnahmt wird. Also nur einige Beispiele. Und nochmal kurz Recap. Das zweite große Problem, was Zuboff aufmacht, ist die Vereinnahmung menschlicher Natur. Das können wir jetzt nicht besprechen, aber sie sagt, dass es auch eine Gefahr ist für die menschliche Autonomie, Demokratie und den Kapitalismus selber. Und das dritte große Problem, was sie aufmacht, ist, dass diese Mittel der Verhaltensmodifikation von denen beherrscht werden, die Höchstbietenden sind oder vom Überwachungskapital selber. Genau. Ein weiteres Problemfeld, was sie aufmacht, ist die Beziehung zwischen Überwachungskapital und Staat. Wegen der fortgeschrittenen Zeit überspringen wir das jetzt aber leider. Geophilia, Palantir, können wir gerne nochmal in der aktivistischen Sofa-Ecke drüber reden, wenn ihr Lust habt. Ist im Mathe-Gebäude. Da sitze ich. Und genau. Okay, ich mach's. Ja, nee. Schaffen wir nicht, sorry. Okay, gut.
Jetzt nochmal Gesamtzusammenfassung. Im Überwachungskapitalismus wird alles zur Verhaltensmodifikationsinfrastruktur degradiert. Und der Überwachungskapitalismus baut auf der Ausbeutung der menschlichen Natur. Entscheidungen im Überwachungskapitalismus treffen das Überwachungskapital und die Höchstbietenden. Und das Ganze wird die Mittel oder die Technologien, die im Überwachungskapitalismus entstehen, werden mittlerweile vom Staat auch genutzt oder vermehrt genutzt. Und deshalb gibt es so eine Wahlverwandtschaft, in der sowohl Staat als auch Überwachungskapital ein ähnliches Interesse haben, diese Technologien weiter zu fördern, weil sie beide das gemeinsame Interesse haben, menschliches Verhalten vorherzusagen. Der Staat für Sicherheit, der Überwachungskapital für Profit. Welche politischen Forderungen stellt Shoshana Zuboff? Sie sagt, dass wir zurück zum nutzerinnenorientierten Kapitalismus sollten. Dieses Bild, was ich gezeigt habe von dem Gleichgewicht zwischen NutzerInnen und Überwachungskapital oder digitalen Diensten. Und sie sagt, dass wir dahin kommen, indem wir bestimmte Rechte ausweiten, zum Beispiel das Recht auf Freistaat und das Recht der Zukunft, auf das Futur, ja, danke. Ich bin gleich durch, zumindest mit dem Teil. sie sagt, dass wir ein Verbot bestimmter Geschäftspraktiken brauchen, dass einfach manche Dinge in der Verhaltensmodifikationsinfrastruktur verboten gehören und dass da auch keine Zerschlagung dieser Unternehmen helfen wird, weil das nur die Konkurrenz anheizen wird. Und um dahin zu kommen, brauchen wir öffentlichen Protest. Genau. Das wär's mit dem ersten Teil. Ich habe mich leider ein bisschen mit der Zeit verschätzt. Aber genau, vielleicht machen wir jetzt einfach eine Frage-Antwort-Runde. Ja. Okay. Nur mal rausgehen, vielleicht kurze Frage, warum bei diesem einen Schaufeld warum stand da für die man drittes bezahlt hat, das fand ich irgendwie ganz interessant, wie so genau das wichtig war. Ich habe das nicht verstanden, was da Sie hat dieses Konzept der instrumentären Macht. Also im Überwachungskapitalismus geht es darum, Infrastruktur zu entwickeln, die Verhalten modifizieren kann, in der Art und Weise, wie die Menschen wünschen, die dafür bezahlt haben. Also Dritte. Es geht nicht darum, dass ich quasi mich mit einer Waffe vor dich stelle und sage, mach das jetzt, sondern es geht darum, dass ich die Waffe dafür benutze, um dich dazu zu bringen, das zu tun, wofür eine dritte Person bezahlt hat. Das ist quasi die Logik des Überwachungskapitalismus. Zum Beispiel die Werbekundinnen, die Werbekunden. Ja. Okay, ja, danke.